willkommen zu Teil 2 meines CDTV-Rückblicks bzw. meiner CDTV-Review. Und jetzt schauen wir uns das System einmal genauer an. Fangen wir gleich mal an mit der linken Vorderseite. Hier haben wir den Einschaltknopf, dann haben wir den Kopfhöreranschluss, dann haben wir das CD-ROM-Laufwerk. Links haben wir ein grünes LED-Lamperl, was anzeigt, wenn das Gerät eingeschaltet worden ist. Dann haben wir hier ein gelbes LED, was anzeigt, ob das System ladet oder nicht. Hier haben wir den Infrarot-Receiver drinnen, ein Display, welches die Uhrzeit anzeigt und darunter die Lautstärke von den Kopfhörern bzw. vom Kopfhöreranschluss. Hier haben wir den Play- und Pause-Button, also Knopf, dann den Stopp-Knopf, zurückspielen, vorspulen. Dann hier haben wir den Lautstärkenregler, aber der ist eben nur für die Kopfhörer zuständig und nicht jetzt für den Fernseher. Darunter haben wir noch einen Knopf, wo wir wechseln können zwischen CDTV und normalem TV, also sprich normalem Fernsehen, einen Reset-Knopf und unterhalb des Displays haben wir einen Memory Cartridge Slot oder beziehungsweise eine Schnittstelle für Speicherkarten. Als das System erschienen ist, hat es zwei Speicherkarten gegeben, und zwar eine mit 64 KB und eine mit 256 KB. Und was auch noch zu erwähnen ist, wie gesagt, ich habe schon im ersten Teil erwähnt, das System heißt nur Commodore CDTV und nicht Commodore Amiga CDTV. Gut, kommen wir auf die Rückseite des Systems und zu den Anschlüssen. Fangen wir jetzt da rechts an. Hier haben wir mal den Composite-Video-Ausgang, dann einen Eingang für das Antennenkabel, eine Art RF-Ausgang für den Fernseher, den RGB-Anschluss, einen parallelen und seriellen Anschluss. Dann haben wir hier den Anschluss für das Diskettenlaufwerk, dann einen sogenannten Expansion-Slot bzw. Für Zusatzhardware für das System. Und ich weiß jetzt nur von einem einzigen Zusatz, der erschienen ist für das System, und das war einer mit zwei 9-Pin Controller-Anschlüssen, wo man dann die normalen Amiga-Joysticks benutzen konnte auf dem System. Dann haben wir hier den MIDI-Ein- und Ausgang. Soviel ich weiß, wurde der benutzt für Musikinstrumente, für zum Beispiel Keyboard. Dann hier haben wir die Audioausgänge, also für Stereo links und rechts. Dann hier kommt das Stromkabel rein, bzw. der AC-Anschluss. Und hier haben wir die Anschlüsse fürs Keyboard und für die Maus. Und wie gesagt, die sind einzigartig. Sie schauen jetzt so aus wie die Anschlüsse für die Controller, zum Beispiel vom Philips CDI. Aber ich hab schon nachgeschaut, also im Endeffekt, die kann man drauf auch nicht benutzen. Und ja, also wie gesagt, das war jetzt einmal das System in groben Zügen. Ich habe außerdem vor kurzem ausprobiert, und zwar, man musste nicht unbedingt das Original Floppy bzw. Diskettenlaufwerk kaufen. Man konnte auch das Zusatzfloppy benutzen vom normalen Amiga 500 zum Beispiel, oder halt eben für die anderen Amigas, hat auf allen anderen funktioniert. Und es funktioniert genauso auf dem System. Das heißt, wenn man noch so eins daheim rumliegen hat und man hätte jetzt da ein CDTV, man kann auch das benutzen, muss jetzt nicht unbedingt schauen, dass man das CDTV-Diskettenlaufwerk bekommt. Dann hier noch einmal, wie jetzt der Stecker ausschaut von der CDTV-Maus. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen krank, aber bitte. Es hat dann auch noch andere Controller gegeben für das System. Also, wie gesagt, das war jetzt die eine Maus. Es hat dann noch eine zweite Maus gegeben. Das war eine Schnurlosmaus bzw. eine Maus, die den Infrarot-Receiver benutzt hat. Dann hat es auch noch den Trackball-Controller gegeben, den ich eh schon im ersten Teil erwähnt habe. Und der benutzt ebenfalls den Infrarot-Receiver. Und was sehr lustig ist, beziehungsweise sehr interessant eigentlich, ist, dass der Trackball-Controller hat zwei 9-Pin-Controller-Ports drauf, damit man Joysticks anschließen kann. Und ist irgendwie lustig, dass die dort auf einmal wieder dann die Anschlüsse drauf haben, dass man den normalen Joystick benutzen kann. Und das ist jetzt zum Beispiel ein typischer Amiga-Joystick von der damaligen Zeit. Und das sind die sogenannten 9-Pin-Anschlüsse. Und das sind die gleichen Anschlüsse, die jetzt der Atari 2600 gehabt hat, beziehungsweise der Sega Mega Drive zum Beispiel. Gut, dann wollte ich noch den Controller zeigen, beziehungsweise die Fernsteuerung. Wie gesagt, man kann es auch als Joypad benutzen. Man hat auf der linken Seite ein Steuerkreuz, dann einen A- und B-Knopf. Dann haben wir einen Ausschaltknopf drauf, den Lautstärkenregler für die Kopfhörer, Pause, Play, Stopp, Vorwärts, Rückwärts spielen, einen
ein Knopf, mit dem man umschalten kann zwischen Joystick und Maus, was man bei manchen Spielen nämlich braucht, damit das System erkennt, hey, er spielt jetzt mit Maus oder er spielt mit Joystick. Dann der Knopf zum Umschalten zwischen CDTV und normalem TV oder Fernsehen halt eben. Der Genlock, das, soviel ich weiß, konnte man an das CDTV zum Beispiel eine Videokamera anschließen und konnte mehr oder weniger den CDTV benutzen, um Videos zu schneiden. Und die anderen Knöpfe sind mehr oder weniger halt eben ganz normal für, wenn man jetzt Musik-CDs hört und so, dass man sich die jeweiligen Titel aussuchen kann. Und gut, das war mehr oder weniger halt eben der, die Fernbedienung. Sie benutzt zwei AA-Batterien und ja, das war jetzt einmal das System und die Controller. Machen wir jetzt weiter mit der Software, die ich dafür habe, beziehungsweise die Spiele, die ich habe für das System. Wenn man das System einschaltet, dann sieht man gleich einmal das CDTV-Logo, eine sich drehende CD und im Endeffekt ein Laser, der die CD trifft und dadurch wird das CDTV-Logo projiziert. Und von dort an kann man dann ins Menü rüberwechseln und im Menü kann man verschiedene Optionen einstellen, wie zum Beispiel man kann den Bildschirm einstellen, man kann die Sprache einstellen oder zum Beispiel die Uhr einstellen und was weiß ich. Und wenn man eine Musik-CD einlegt, dann schaltet das System gleich um in den Musik-CD-Player und da kann man sich mehr oder weniger die Musiktracks anhören. Gut, kommen wir jetzt zur Software, die ich habe. Zuerst einmal Deutschland Kompakt. Ein Reiseführer durch 150 deutsche Städte. Muss aber zugeben, bei mir funktioniert es leider nicht wirklich. Ich komme zwar in den Anfangsbildschirm rein, aber irgendwie geht es da nicht weiter. Wahrscheinlich hätte ich das Keyboard dazu gebraucht, keine Ahnung. Dann haben wir World Vista und World Vista ist eine Art interaktiver Weltatlas. Man kann sich da irrsinnig viele Länder anschauen und man klickt auf die Länder drauf und man kriegt dann Informationen über die Geschichte des Landes. Man kann sich anhören ein Musikstück über, von dem Land und man kann sich auch eine Fotogalerie anschauen und so, ja. Wie gesagt, ein interaktiver Weltenatlas. A Bun for Barney. A Bun for Barney. Based on a story by Joyce Dunbar with pictures by Emily Boone. Ist eine von den Kinderlernprogrammen, sagen wir es mal so. Und ja, man klickt auf Sachen und dann hat man einen Erzähler. Und ja, wie gesagt, ist eine Kindersoftware, sagen wir es mal so. Dann haben wir Read with Asterix. Das ist eigentlich ein Comicbuch, kann man eigentlich jetzt sagen. Ein reines Comicbuch und man kann sich aussuchen, ob man es selber lesen will oder ob man zuhören will. Also sprich, man kann sich ein Hörspiel anhören und sieht die Zeichnungen halt eben vom Comic. I borrow Bucolix's cow in exchange for a menhir, Asterix. Well, never mind all that now. Milk the cow and let's get it over with. Was cool ist an dem Titel ist, dass die Stimme vom Asterix wird gesprochen von Jason Isaacs und Jason Isaacs kennen die meisten sicher. Und zwar Jason Isaacs spielt zum Beispiel in Harry Potter Lucius Malfoy, den Vater von Draco Malfoy. Also den kennt man ja von dem, also als Bösewicht von der Patriot oder er hat auch in Event Horizon mitgespielt oder auch bei Dragonheart. Gut, kommen wir mal weiter zu den konvertierten Spielen vom Amiga. Da hätten wir mal Lemmings und ich glaube Lemmings kennt fast jeder. Das ist eine Art Puzzle-Spiel und Lemmings war irrsinnig beliebt und wurde auch, ich glaube für fast jedes System wurde es umgewandelt bzw. umgesetzt. Und ja. Spiel Lemmings. Nächstes ist Wrath of the Demon. Und Wrath of the Demon ist eine Art Action-Adventure. Und es hat sehr schöne Grafik und auch einen sehr guten Sound, aber irgendwie die Steuerung ist ein bisschen komisch und
ist ein bisschen zeitverzögert. Ich kann mich noch erinnern, dass es wie gesagt auch für den Amiga rauskommen, war nie wirklich in das Spiel interessiert, aber ja, ist ein guter Titel, aber nichts extrem Gutes, sagen wir es mal so. Dann haben wir Defender of the Crown, ein echter Klassiker von CinemaWare. Gallant try, but you are captured and thrown into the dungeon to await your fate. After many days and nights, you negotiate with your captors and pay ransom. You are released, somewhat poorer, but a bit wiser. Und Defender of the Crown kennt wahrscheinlich auch jeder. Im Endeffekt, es ist ein Action-Strategiespiel, wo man schauen muss, dass man genug Geld zusammenkratzt, damit man King Richard befreien kann bzw. Auslösen kann. Und ja, es hat eine sehr schöne Grafik, es ist eine sehr schöne Version davon und es gefällt mir auch sehr gut. Ah, thus ends your day in the lists of Ashby. You were not champion, but your deeds will be remembered. Leaving for home, you vow to bring glory to your name. Und ja, wie gesagt, ist ein cooler Titel fürs CDTV. Dann haben wir SimCity, ein weiterer Titel, über den ich glaube ich nicht allzu viel sprechen muss. Eine Art Stadtbausimulation. Und die Version für ein CDTV ist eine sehr schöne und ich habe irgendwo mal gelesen, dass es eine der besten Versionen sein soll von dem Spiel. Ich meine, heutzutage gibt es ein paar Titel mehr, glaube ich, von SimCity und ich glaube mal nicht, dass damit mithalten kann, aber es ist eine sehr gute Version davon.